Nach 3 Jahren Pause fand in diesem Jahr wieder das Kinderfest des Fördervereins Kinderklinik e.V. statt. NaHTV ist hier, NaHTV ist hier am Start am Kornmarkt in Bad Kreuznach und man sieht es schon ein bisschen, wir sind beim Sommerfest der Diakonie Kinderklinik und des Fördervereins der Kinderklinik und bei mir ist der Dr. Christoph von Buch. Schönen guten Tag und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Für mich natürlich so eine Frage, die im Raum steht, warum veranstaltet der Förderverein der Kinderklinik e.V. ein Sommerfest? Ja, um endlich wieder Präsenz zu zeigen. 3 Jahre konnten wir nicht sichtbar sein und wir wollen gerne sichtbar sein. Kinder gibt es, Kinder haben Erkrankungen, benötigen eine Kinderabteilung, benötigen eine breit aufgestellte Kinderabteilung und das wollen wir in die Öffentlichkeit treiben. Zeigen, wir sind da, uns gibt es und wir werden benötigt. Jetzt habt ihr ja heute schon ein paar Gäste hier gehabt. Trifft man da auch Gäste, die man schon kannte, die man quasi wieder sieht? Welche Gäste dürftet ihr bisher hier heute schon begrüßen auf dem Kornmarkt? Es ist quasi ein Familientreffen. Wir haben ganz viele, die hier helfen als Helfer. Meistens sind das Menschen, die früher auch mal und vor einiger Zeit als Eltern bei uns in Behandlung und Betreuung waren ihrer Kinder. Und dann sind es Eltern von Kindern, die aktuell in Behandlung sind. Und ganz interessant auch Großeltern von Kindern, die im Moment auf der Station liegen. Also viele ehemalige Betroffene. Ja, Patienteneltern, die da sind. Das ist die eine Ebene. Ansonsten wollen wir einfach auch gesehen werden. Deswegen hier mitten in der Stadt, mittendrin auf dem Kornmarkt. Kreuznach ist belebt am Samstag. Es wird vorbeigegangen. Wir werden gesehen. Gerne kann auch ein bisschen die Stadt und die lokale Politprominenz sich sehen lassen, um ins Gespräch zu kommen, um die Bedeutung einer regionalen Gesundheitsversorgung zum Thema zu machen. Familientreffen, das lässt bei mir irgendwie gleich die Gedanken aufkommen. Kinder, die aktuell in Behandlung sind, die Eltern sind hier. Kinder, die in Behandlung waren, die Eltern sind hier. Da lassen sich mit Sicherheit auch super Kontakte knüpfen. Das ist in der Tat so. Man kann reden, man kann Erfahrungen austauschen, man kann sich gegenseitig unterstützen mit dabei. Ja, und diejenigen, die hier gewesen waren oder die Kinder, die gespielt haben, das geht los. Das ist die Hüpfburg, das Malen, das Basteln, das die Teddyklinik. Das ist einfach so eine Verknüpfung und eine Verbindung dabei. Das war auch eine wunderschöne Überleitung, denn ich wollte gerade fragen, was die Besucher, die Gäste, die Kinder, was sie hier auf dem Sommerfest denn alles so erwartet Schönes. Ja gut, wir sind ein Kinderförderverein, die sich darum kümmern, auch wenn Kinder mal krank sind. Und deswegen sind wir ganz klar kindfokussiert. Das heißt, wir wollen auch Attraktionen bieten, die die Kinder interessieren. Ich selber wäre auf der Hüpfburg wahrscheinlich nicht mehr so ganz passend. Und auch die Teddyklinik ist nicht der Bereich, in dem ich jetzt nun meine Haupttätigkeit habe, sondern es ist wirklich tatsächlich für die Kinder eine Unterhaltung zu haben. Und total schön zu sehen war auch, dass wir da eine andere Unterstützung haben von lokalen Tanzgruppen, die hier dann auch Vorführungen machen und sich präsentieren. Und übrigens auch da einige, die wir natürlich auch mal in Behandlung hatten und die dann hier für uns tanzen und mit dabei sind, einfach ein Familientreffen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für die Kinder natürlich was ganz, ganz Schönes ist, wenn man einfach mal unbeschwert die Seele baumeln lassen kann und mal nicht vielleicht die Behandlung der Erkrankung im Vordergrund steht, sondern dass man einfach Kind ist und miteinander Kind und Kinder sind. In der Tat, so ist das. Wobei Kinder vergessen das sowieso komplett. Kinder beeindruckt das für den Moment, aber die können ja viel schneller ausblenden. Die können das, was wir verkopft uns anderen auch überlegen und im Hinterkopf haben, können die ganz geschickt vergessen, verdrängen und haben es dann auch wirklich irgendwo vielleicht im Speicher abgelegt und sind dann nicht mehr da. Wobei wir ja auch tatsächlich versuchen, in der Klinik sehr stark in den Fokus zu rücken, dass es nicht nur um die Gabe von Medikamenten geht, um die direkte Behandlung, sondern es geht auch darum, dass wir eine Atmosphäre schaffen. Wir würden gerne viel mehr Atmosphäre schaffen für Kinder. Dazu fehlen uns teilweise wirklich die Mittel, weil das ist nicht eingepreist im Gesundheitswesen. Da sind wir auf Spenden angewiesen. Ja, auch das ist ein Grund, weswegen wir da sind. Und eine der Punkte sind natürlich das Spielzimmer, dass die Kinder basteln können. Die Clown-Doktoren, die uns unterstützen, die auf die Station kommen und auch hier heute dann den Kornmarkt bespielen, um dann Präsenz zu zeigen. Ja, da geht es um Wohlfühlangebote, um zu sagen, ja, in einer guten Atmosphäre funktioniert die Heilung auch besser. Die Clown-Doktoren, auch ein perfektes Stichwort. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, auch für die Eltern. Du hast das so schön gesagt, wir Erwachsene sind da doch eher verkopft. Ja? Dass es auch für die Eltern ganz wichtig ist zu wissen, ich nutze auch die schönen und positiven Ressourcen, die das Leben bietet, so wie heute diesen wunderschönen Sonnenschein hier auf dem Sommerfest auf dem Kornmarkt. Und dass es durchaus auch erlaubt ist, herzhaft miteinander und auch mit den Kindern zu lachen. Ja, das ist in der Tat so. Das wollen wir mit den Clowns repräsentieren, aber die können natürlich nicht rund um die Uhr da sein. Ich glaube, wir müssen den Anspruch haben in der Kinder- und Jugendmedizin auf unsere
Patienten, auf die Menschen zuzugehen und eine Atmosphäre zu schaffen, die ein weitgehendes Wohlfühlen angeht. Ja, ich weiß, wir schaffen es nicht komplett umzusetzen. Ja, ich weiß, wir haben Rahmenbedingungen, die teilweise schwierig sind. Wir haben Wartezeiten und alles solche Dinge, die wir alle nicht wollen. Aber das darf uns ja nicht müde machen, zu versuchen, es zu verbessern und die Atmosphäre dorthin zu machen. Ich habe vorhin auch im Gespräch gesagt, was ist das Besondere in der Kindermedizin? Ist zum Beispiel eine ganz andere Untersuchungssituation. Wenn ich einem Erwachsenen eine neurologische Untersuchung mache, dann gebe ich ihm einen Auftrag, beweg dich so, nimm den Finger da, mach die Augen zu, hüpf auf einem Bein, tanz mit irgendwas. Dann macht er das oder er kann es eben nicht. Wenn ich das einem Kind sage, wird es das nicht tun. Also muss ich spielerisch Methoden finden, wie das Kind diese Bewegungen mitmacht, um dann eine Beurteilung dabei zu haben. Sprich, es ist die Kombination in der Kinder- und Jugendmedizin aus ja, hoher Professionalität, aber gleichzeitig ein Ambiente, das es überhaupt möglich macht, diese Professionalität umzusetzen. Sicherlich ein sehr herausfordernder Ambivalenzparcours, wenn man das so sagen darf, ja, der einem dann auch als Mediziner, als Arzt natürlich entsprechend fordert. Wenn ich jetzt so überlege, ein wunderschöner sonniger Tag, Sommerfest, so viele Gäste, mit welchen Gedanken, was wären so die letzten Gedanken, wo der Dr. Christoph von Buch heute Abend mit einschläft? Also zum einen ist es auch anstrengend, den ganzen Tag hier zu sein. Ich werde sehr wohl schlafen heute Nacht. Und was mich wirklich antreibt, ist tatsächlich wieder zu sehen, wie viele gekommen sind, wie viele Menschen da waren dann bis heute Abend und wie viele schöne Gespräche da gewesen sind. Und das gibt mir den Impuls zu sagen, ja, das ist wichtig, das ist sinnvoll, so mache ich gerne weiter. Denn man möchte auch seinen eigenen Fingerabdruck hinterlassen und möchte sagen, okay, das hat sich bewährt, das war gut so. Und das kann ich heute Abend, glaube ich, mit nach Hause nehmen. Sehr schön, vielen Dank. Dr. Christoph von Buch, der Chefarzt der Kinderklinik, der Diakonie-Kinderklinik in Bad Kreuznach, Mitglied des Fördervereins der Kinderklinik über das wunderschöne Sommerfest. Und ich denke, wir sollten noch mal kurz einen Blick auf das Motto werfen: Kinder brauchen eine Lobby. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und dann wünsche ich viele gute Gedanken heute Abend beim Einschlafen und morgen einen schönen, entspannten Sonntag. Den werde ich haben. Herzlichen Dank auch. Gut, dass Sie da waren. Vielen lieben Dank. Das waren wir vom Sommerfest der Diakonie, der Kinderklinik Diakonie hier in Bad Kreuznach auf dem Kornmarkt für nahe TV.